So, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde mit dem mächtigen Kaiserreich Österreich und dem Hause Habsburg. Zuletzt hatten wir ja einen erfolgreichen Krieg gegen die Dogen von Venedig geführt. Und heute soll es darum gehen, wie in der letzten Folge zuletzt besprochen, werden wir jetzt einen schnellen, blitzartigen Krieg gegen Epirus führen, der wahrscheinlich nur schnell in Epirus sein wird, denn wir haben die Möglichkeit, nicht nur Epirus zu erobern, was auf jeden Fall richtig stark wäre, weil wir nämlich hier danach das byzantinische Kaiserreich erneut ausrufen könnten. Zum anderen können wir das Schattenkönigreich zum Teil abschließen. Und da schauen wir uns jetzt nochmal genau an, was wir da für Möglichkeiten haben. Okay, Ferrara bringt uns nichts, wenn wir da noch alle reinrufen. Bologna dagegen schon. Siena, sehr schön. Hier könnten wir tatsächlich Mailand noch mit reinrufen. Ist die Frage, ob man das jetzt braucht. Okay, warte mal. Was bringt uns Ragusa? Das Osmanische Reich. Na, das brauchen wir natürlich nicht. Siena bringt uns also so auch nichts. Es wäre dann halt höchstens nur noch Mailand. Dann könnten wir nochmal Köln und die Pfalz mit reinrufen. Burgund. Wartet mal, wir kriegen Burgund mit in diesen Krieg. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben hier 43. Das heißt, wir werden jetzt noch fix gegen Vertrauen tauschen. Lassen wir noch ein bisschen Zeit verstreichen. In der Zwischenzeit bewegen wir uns schon mal runter zum Kosovo. Okay. Dann noch ein weiteres Mal Vertrauen tauschen. Also den Einfluss gegen Vertrauen und dann die Kriegsvorbereitung. Und dann müssten wir eigentlich genügend haben. Oh, das ist natürlich jetzt da. Das ist jetzt richtig gut, dass wir noch die nächste Militärtech haben. Dann nehmen wir Langbögen. Wann ist es denn hier wieder soweit? Am 11. Jetzt. Okay, und dann noch einmal Kriegsvorbereitung. Und dann sollten wir das alles haben, was wir benötigen. Okay. Wartet mal, wir hatten noch nicht geguckt. Wir können hier die Provinzen noch alle integrieren. Brandenburg. Was wird denn hier passieren? Ein Adliger aus dem Hause Habsburg wird hier danach hochkommen. Okay. Wir können in Istrien tatsächlich noch das reduzieren. Machen wir. Okay, und wann können wir hier Kriegsvorbereitung? Am 12. Februar. So, und damit sollten wir jetzt eigentlich in den Krieg ebenfalls Burgund einladen. Wenn meine Rechnung stimmt. Das schauen wir uns jetzt aber gleich mal an. Aha, ja, ja, ja. Das und das und das. Okay, dann sind wir doppelt so stark. Manntechnisch sind wir doppelt so stark und diesen Krieg werden wir jetzt führen. Ja, kommen natürlich nicht hier durch. Lässt er uns gibt er uns Durchmarschrechte? Nee, würde er nicht geben. Okay, wir müssen quasi warten, bis der Gegner es macht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, es könnte tatsächlich auch sein, dass die Truppen aus Aragon das tatsächlich für uns übernehmen. Das beobachten wir mal. Wir bleiben mal noch kurz stehen. In der Hoffnung natürlich, dass wir hier Durchmarschrechte auf irgendeine Art und Weise bekommen. Jetzt. Sehr schön. Graz verliert den Kardinalsitz. Hm. Der Kardinal in Graz ist Gerüchten zufolge von schwachem Charakter. Er war bisher immer jedoch diskret genug, um keine weitere Untersuchung zu rechtfertigen. Es scheint nun, als ob ausländische Spione aus Bayreuth, die ein Auge auf ihn geworfen hatten, dem Ganzen ein Ende gesetzt und seine Sünden dem Papst offenbart hätten. Seine Tage als Kardinal sind gezählt und unsere Macht in der Krise wird aufgrund dieser ungelegen
ungelegenen bayreuthischen Intervention geschwächt. Sehr schade tatsächlich. Okay, er kann da ruhig belagern mit seinen 3000 Truppen. Wir kommen da gerade nicht hoch. In der Zwischenzeit können wir uns hier alles sichern. Schlechte Regierungspolitik. Unsere Politik ruft beim Volk und beim Adel gleichermaßen weit verbreitete Unzufriedenheit hervor. Oh nein. Und wird man offenbar entgegen unserer Absichten falsch interpretiert. So, dass unsere Gegner sie als Beweis für den bösen Willen der Regierung und für deren mangelndes Interesse am Wohlergehen des Reiches ansehen. Dann nehmen wir den Regierungsfortschritt. Also Stabilität möchte ich auf gar keinen Fall einbüßen. Oh, zieht euch bitte zurück, komm. Zurückziehen, zurückziehen. Nein, jetzt verlieren wir Schiffe. Jetzt verlieren wir Schiffe. Zwei Galeeren. Schade. Okay, wartet mal. Wir versuchen jetzt hier mal hinterher zu marschieren. Okay, wir kommen nur so darum. Okay. Schaffen wir es noch, die 10... Nee. Hier vielleicht? Können wir sie hier abfangen? Ach, jetzt rennt er wieder vor uns weg. Naja, egal. Lassen wir es halt. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Weil uns fehlt ja tatsächlich ein flotter General tatsächlich. Aber es sieht so aus, als ob wir uns Arta zumindest sichern könnten. Also wenn jetzt hier keine Riesenarmee kommt, die uns irgendwie zerschlägt, werden wir das wohl schaffen. Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit, das Byzantinische Reich danach auszurufen. Armeeprofessionalität, Kameradschaftsgeist. Die Belastung, die ein militärischer Lebensstil den Truppen auferlegt, kann unter förderlichen Umständen zur Entwicklung eines Geistes der Zugehörigkeit in der Zusammenarbeit führen, der die Streitkräfte stärkt. Während des jüngsten Konflikts mit Bologna haben wir deutliche Anzeichen dafür gesehen, dass unsere Truppen besser zusammenarbeiten und dass sie einen starken Band der Treue und des Pflichtbewusstseins gegenüber der Krone und von Österreich geformt haben. Was vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar gewesen wäre. Sehr schön. In München, Brandenburg und Portugal. Ah, die sind mit Marokko im Krieg, okay. Ah, Königin Isabel de Trastamare ist hier tatsächlich schon auf dem Thron. Also es wird in 3 Jahren zur iberischen Hochzeit kommen. Das können wir jetzt nicht mehr verhindern. Wie alt ist er denn? Er ist jetzt schon 72. Das ist ja ein Unding. Ich möchte, dass einmal ein Herrscher so alt wird bei mir. Ein guter. Okay, wir haben 100.000 Soldaten. Okay, das ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay, das haben wir. Jetzt haben wir hier 209. Jetzt muss ich tatsächlich hier ein bisschen... aufholen. Da wir ja in den ersten Folgen ich den Fehler gemacht habe, dass ich das Edgetal verbessert habe, was nur Wolle produziert. Mein Fehler. Damit müssen wir jetzt leben. Aber wir müssen definitiv die Goldminen, die müssen wir pushen, dass wir möglichst viel Geld bekommen. Er hat hier 2100 Soldaten. Wir dominieren. Wir dominieren diesen Krieg. Das ist sehr schön. Ich würde tatsächlich auch selbst gegen den Kirchenstaat den Krieg so weit führen, wie es geht. Also zumindest bis Rom gefallen ist. Damit wir uns finanziell jetzt besser aufstellen können. Also ich habe die Hoffnung, dass wir dadurch ein paar Dukaten machen mit den ganzen Kriegen. Bin da recht zuversichtlich.
viel Darlehen haben wir denn noch? Fünf. Okay, fünf. Davon sind alles drei normale. Okay. Ich hoffe, dass die Belagerung schnellstmöglich durchgeht, dass wir wieder frei werden. Aber das Schöne ist, Mailand wird bereits belagert. Da müssen wir tatsächlich gucken. Mailand dürfen wir nicht zu sehr schröpfen. Da müssen wir schauen, dass wir einen kurzen Krieg nehmen. Da ist es nur wichtig, dass wir ihnen irgendwie kurz nur zeigen, dass wir den Krieg gewonnen haben. Das sollte uns gelingen, sobald wir da eine Festung haben. Wie steht es denn hier unten? Minus 49%. Okay, der wird sich hier unten in Messina noch schwer tun. Das ist sehr gut. Ah, das ist jetzt natürlich fantastisch. Das ist jetzt richtig gut. Aggressive Expansion, Auswirkung minus 10%. Das ist natürlich Pflicht für uns. Nehmer instant. Ah, er führt ebenfalls gegen Florenz, gegen Siena Krieg. Okay. Ungünstig. Wartet, wir können sie. Ja, wir können sie tatsächlich schon rausnehmen. Das machen wir mal. Dann haben wir nämlich sie schon befriedet. Okay. Das dürfte zählen. Die Frage ist nur, fallen sie, da kommen sie dann wieder, falls jetzt Florenz sie übernimmt. Das wird dann spannend, ob wir die dann nochmal befrieden müssen oder nicht. Das werden wir rausfinden. Bin ich mir tatsächlich jetzt selber gar nicht so sicher, wie diese Mechanik funktioniert. Zeiten in Not, der Not. Die Dynastie unseres edlen Kaisers von Habsburg ist sicherlich sehr mächtig. Durch Friedrich III. Regieren sie unser Land und werden sie dies auch noch viele Jahre. Doch selbst die Großen brauchen gelegentlich mal Hilfe. Glücklicherweise schmiedet die Familie der von Habsburgs starke Banden mit anderen Großmächten, wie dem Hause Jagellon, unter der Führung von keinem anderen als Kasimirs, Großherzog von Polen. Seine anmutige Gattin Maria Theresia ist eine Tochter unseres Königshauses und ein Partner von unschätzbarem Wert. Vielleicht sollten wir ihn fragen, ob sie Einfluss auf ihren Gatten nehmen kann. Wir könnten tatsächlich ein bisschen diplomatische Hilfe gebrauchen. Aber viel lieber nehme ich noch das Prestige. Das ist mir fast noch wichtiger. Okay, wir sollten mal unsere Schiffe nach Süden verlegen. Damit wir hier den finalen Schnitt machen. Okay, dann können wir die Schiffe hier schon wieder verlegen. Sehr gut. Okay, das haben wir. Wer ist denn jetzt hier noch alles im Krieg? Hier sind alles nur wirklich italienische Staaten. Okay. Na, er will tatsächlich Siena erobern. Das ist richtig, richtig ungünstig. Missfällt mir. Okay, wir ziehen unsere Truppen nach Norden. Um hier oben bei der Belagerung zu helfen. Okay. Venedig ist durch. Wir nehmen das Geld. Sehr schön. Zahlen weiter unsere Kredite ab. Die Truppen sollten sich jetzt langsam auch weiter nach Süden verlegen. Genau.
belagern auch Genua. Bologna, das ist ja richtig schlecht. Ist der mit Genua verbündet? Ja. Okay, Brandenburg, Portugal. Hm. Nichts von Wert. Okay. Aber das sieht tatsächlich ganz gut aus. Es sieht richtig, richtig gut aus. Wir werden... Ah, hier müssen wir mal gucken. Okay, wir werden mit diesen 2000 Mann hier unterstützen bei der Belagerung, damit er hier endlich ein bisschen Siege-Split bekommt. Und Burgund ist schon fleißig dabei. Burgund ist fleißig dabei. Sehr schön. Hm. Das ärgert mich jetzt so, dass Florenz uns hier einen Strich durch die Rechnung macht, tatsächlich. Und zwar ein Richtchen. Wir halten jetzt hier gerade Bologna und... Ja, Serna hat er jetzt schon belagert, okay. Hält er denn hier ebenfalls einen Anspruch drauf? Ferrara hat hier einen Anspruch drauf, okay. Mal gucken, wie mal. Also da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, dass er jetzt zeitgleich den Krieg erklärt hat und wir nicht schnell genug waren. Ich hatte halt die Befürchtung, dass wenn wir zuerst nach Italien ziehen, dass das Osmanische Reich Epirus den Krieg erklärt und wir dann an dieser Stelle zu spät kommen. Das war halt meine Überlegung, warum ich die Truppen jetzt erst auf den Balkan gezogen habe. Müssen wir mal gucken. Okay, Ferrara sollte ebenfalls gleich raus sein und Rom wird auch fallen. Sehr schön. Okay, Ferrara ist gefallen. Dann können wir das mit hier runterziehen. Ja, nochmal, die 2000 Mann, die ziehen wir mit hier rüber. Damit die hier ein bisschen schneller belagern. Okay. Dann können wir hier ebenfalls einen Friedensvertrag machen. Hier nehmen wir tatsächlich aber das, was geht. X-Reparaturen und können wir noch vielleicht eine Rivalität beenden? Mit Luca. Sehr gut. So, dann sind wir nämlich wieder bei 100 Prestige. Ah, der Bürgerkrieg. Okay. Wie lange ist es denn hier noch in ein Jahr? Okay, dann fällt Aragon wahrscheinlich in eine Personalunion. Dekret von Valachorum. Valachorum. Der Vormarsch des Osmanischen Reiches hat die politische Geografie Südeuropas völlig verändert. Und viele Slawen und Rumänen verlassen ihre alte Heimat, um in den Grenzgebieten unseres Kaiserreichs anzusiedeln. Begierig danach, ihre alte Heimat zurückzuholen, können diese Leute wahrscheinlich schlagkräftige Soldaten und Guerillakrieger sein. Wenn wir ihre religiösen und kulturellen Freiheiten garantieren sollen, kann diese Grenze zwar etwas widerspenstig sein, aber ein Volk, das in ihrem Hass auf die Osmanen vereint ist, könnte uns gute Dienste leisten. Oh. Das klingt natürlich wahrlich gut, wahrlich gut. Grundmannstärke, das nehmen wir. Sehr schön. Können wir denn in der Zwischenzeit hier wieder was reduzieren? Nein, leider nicht. Aber wir könnten in Wien einen Markt bauen. Das machen wir mal. Epirus ruft nach Frieden. Können wir denn ebenfalls hier vielleicht schon... Ja, warte. Nein, können wir noch nicht. Okay, Bologna hat also noch irgendwo Streitkräfte. Okay. Also wir könnten Bologna ebenfalls einen Krieg einen Frieden auferzwingen, sobald es positiver Kriegsstand wäre. Da fehlt uns jetzt noch... Das will er nicht. Okay. Dann warten wir mal noch, bis er belagert ist.
Okay, und dann müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir Florenz. Er wird wahrscheinlich Sienna nehmen. Das kommt uns aber eventuell ganz gut gelegen, weil wir können so dafür sorgen, dass wir einen Kriegsgrund gegen Florenz bekommen, falls er es nicht zurückgibt. Das ist schon mal positiv. Weil wer fehlt uns denn jetzt noch? Wer fehlt uns denn noch für das Schattenkönigreich? Genua, Mantua, Savoyen, Lucca, Florenz, Bologna und Saluzzo. Saluzzo und Bologna nehmen wir raus. Also Florenz, Lucca, Savoyen, 5 dann noch. Okay. Sehr schön. Wir haben die Schlacht gegen um Rom gewonnen. Werden wir hier nochmal gegen seine Soldaten in die Schlacht ziehen. Um unseren Anspruch zu zementieren. Sehr schön. Und führen auch hier nochmal die Schlacht. Okay, das haben wir. Dann werden wir auch hier Gold verlangen und Kriegsreparationen. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den Kirchenstaat besiegt. Jetzt sollte manntechnisch sollten sie gar nichts mehr haben. Okay, sie haben tatsächlich 0. Okay, sehr schön. Saluzzo ebenfalls gewonnen. Ah, das läuft jetzt. Jetzt geht's los. Das ist los. Sehr gut. Wir ziehen unsere Truppen zurück. Können jetzt ebenfalls einen Friedensvertrag mit Saluzzo eingehen. Bekommen hier 30 Gold, Kriegsreparationen. So. Dankeschön. Damit haben wir das auch. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch Bologna. Und Bologna will noch nicht so richtig. Wir werden mal diese 2000 Mann mit hier runterziehen, dass die Belagerung mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Okay. Oh, geil. Nice. In der Zwischenzeit ist nämlich tatsächlich die Pfalz hier der Führer der Belagerung. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das kommt uns sehr gelegen. Es ist weiterhin die Frage, was passiert mit Sienna? Was wird mit Sienna passieren? Okay, hier pushen wir mal weiter auf 10. So, dann haben wir endlich in unserer Goldmine endlich auf 10. In Eger ist es auf 10. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Hier können wir noch einen Punkt upgraden. Sondern sieht man schon bei 4 Gold. Ey, dass mir das in den ersten Folgen so schiefgelaufen ist, tatsächlich. Wie ich das verpeilen konnte. Schlimm. Also ich habe wirklich gedacht, hier wäre die Goldmine. Ich habe halt wirklich gar nicht aufs Symbol geachtet. Meine Güte. Okay, wo haben wir denn hier? Sozianische Heretiker. Okay. Frankreich ist ohne Nachkommen. Okay. Und Trastamare würde auf den Thron steigen. Interessant. Ja, wir werden uns demnächst auch mal um Frankreich kümmern müssen, glaube ich. Bologna wurde gewonnen. Sehr schön. Dann nehmen wir ebenfalls das gesamte Geld, Kriegsreparation und das. Okay, damit haben wir erstmal alles soweit unter Kontrolle. Und es ist nur noch Epirus. Sehr schön. Ah ja, die iberische Hochzeit ist jetzt eben gerade eingetreten. Ja, damit fällt Aragorn tatsächlich auch mit den Truppen instant aus dem Krieg raus. Okay. Aber keine Sekunde zu früh. Ja, die nehmen wir komplett. Sehr schön. Und hier können wir jetzt tatsächlich das Byzantinische Kaiserreich entlassen. Haben Ansprüche. So. Senden. Sehr schön. Können diesen jetzt hier... sag mal, haben wir eigentlich...
Ist bereits eine Kernprovinz von uns. Okay, dann behalten wir sie. Werden aber die Festung abreißen. Und ihnen geben wir ein Gebiet. Provinz zusprechen. Diese hier. Sehr schön. Sehr gut. Und damit haben wir Ansprüche auf das auf das Osmanische Reich tatsächlich. Und das nicht zu knapp. Das tatsächlich nicht so knapp. Wir machen 10 Gold. Sehr schön. Polen würde mitmischen. Polen würde mitmischen. Aber bevor wir das angehen, müssen wir tatsächlich jetzt erstmal noch eine zweite Armee ausheben. Bevor wir uns mit dem Osmanen anlegen können. Na, prinzipiell... er ist stark gewachsen. Der ist richtig stark gewachsen. Es wird Zeit, dass wir da zuschlagen. Okay, dazu werden wir unseren Armeeunterhalt und den Flottenunterhalt runterdrehen und unsere Forts einmotten. Und dann sind wir nämlich bei 16 Gold. Sagenhaft. Sagenhaft. Und prompt sind die Truppen da. Ah. Okay, der ist gestorben. Zum Kämpfen nehmen wir jetzt mal den. Okay. Ah, das läuft sehr, sehr gut. Das läuft richtig, richtig gut. Wir brauchen jetzt noch... Was brauchen wir denn jetzt, um zügelt Italien durchzuführen? Wir brauchen jetzt noch Genua, Mantua, Savoyen, Lucca und Florenz. Der Krieg ist tatsächlich vorbei. Schade. Na, ich hätte mir das hier noch sichern sollen. Ravenna hätte ich mir noch sichern sollen. Ach komm schon. Sehr schön. Er lebt immer noch. 75 Jahre. Meine Güte, du. Der ist richtig alt. Der ist richtig, richtig alt. Okay. Müssen wir noch ein bisschen warten. Wir können eine neue Agenda ausrufen. Das machen wir mal. Und was können wir denn hier machen? Die Grundsteuer erhöhen? Raska. Okay, da geht es wahrscheinlich um Ragusa. Würde ich jetzt mal vermuten. Und der Sundgau. Eine Grundproduktion. Da nehmen wir hier oben. Ob der Enz. Eine Grundsteuer. Die können wir nämlich durchsetzen. Sehr schön. Wann können wir denn das nächste Mal was beschlagnahmen? Ah, wir brauchen, dürfen keine Rebellenarmee haben. Okay, dann werden wir die jetzt mal schlagen. Wir haben noch 3 Kredite. Das ist eigentlich okay. Ich bin trotzdem gewillt. Ja, warte mal. In Split müssen wir die Festung. Die kann weg. Das ist Grasland. Das bringt uns gar nichts. Und da müssen wir mal gucken, können wir alle Provinzen hinzufügen? Ja, sehr schön. Händler besorgt über mangelnden Schutz. Aufgrund unseres Fokussierung auf den Freihandel sind unsere Händler besorgt darüber, dass ihnen nicht die Unterstützung widerfährt, wie es unter einer merkantilistischen Politik der Fall wäre. Okay. Ja, also Merkantilismus nehmen wir auf jeden Fall. Das lassen wir uns was kosten. Das lassen wir uns was kosten. Okay. Hier gibt es eine neue Staatsehe. So, und dann führen wir mal die Truppen zurück. Okay, so sollten wir genügend haben, damit wir das ebenfalls auf 10 bekommen. Hier können wir noch einen Punkt upgraden. So, da sollte das jetzt auch stark genug sein, dass wir das in Zukunft auch noch auf die 10 kriegen. Also das läuft wirklich fantastisch. Also geldtechnisch sieht jetzt gerade noch ein bisschen mau aus, aber jetzt bessert sich schon wieder. Jetzt müssen wir nämlich noch schauen. Können wir noch irgendwo was reduzieren? Nein. So, und wie viel brauchen wir denn? Ah, sehr schön, sehr schön. Olubara, wo liegst du denn?
wird denn hier produziert? Getreide, da nehmen wir natürlich Grundsteuer. 13 Gold. Oh, das sieht richtig, richtig gut aus. Aber hier steigt es leider noch. Können wir hier vielleicht jemanden nehmen? Es wäre jetzt nämlich noch richtig gut gewesen, hätten wir noch jemanden, der die Inflationsreduktion hat. Das machen wir mal. Okay. Partikularisten, die löschen wir fix aus. Aber so sind wir jetzt nämlich hier im Kronland, dass wir keine negativen Effekte mehr haben. Das ist jetzt ziemlich stark. So, dann wieder hier hoch. Das dürfte nämlich ebenfalls dann nochmal die Ökonomie ein bisschen pushen. Das können wir jetzt hier erstmal runterdrehen. Und den Armeeunterhalt ebenfalls. 21 Gold. Und das gibt uns die Möglichkeit, dann endlich mal eine neue Armee auszuheben. Brauchen wir auch ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Und zwar in Chile. Wie hoch ist denn die 23? Okay. Weil perspektivisch könnten wir die Söldnertruppe vielleicht eventuell weglassen. Andererseits hat die halt einen 3er Siege-Pip. Und das wiederum ist schon ganz nett. Das ist schon ganz nett zu haben. Zumal die Armee auch so schön klein ist. Das ist manchmal ganz schlau, sich Söldnertruppen bis zum Ende aufzuheben oder bis im gewissen Spielverlauf. Weil sie jetzt halt sehr günstig war oder am Anfang sehr günstig sind. In der Zwischenzeit sind die Truppen nämlich geringfügig teurer. Könnte man trotzdem mal gucken. Also wir könnten uns auf jeden Fall noch Söldner leisten. So ist es nicht. Aber müssen wir tatsächlich dann auch wieder schauen, wie es denn aussieht mit der Tradition. Der Professionalität, 7% haben wir da, okay. So, dann holen wir uns mal hier noch einen General. Oh ja, 2er Siege-Pip, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und ich finde, das ist doch ein wahrlich guter Abschluss. Wir sind jetzt dabei, die Armee auszuheben und dann werden wir Krieg führen gegen das Osmanische Reich. In der Hoffnung, dass sie vielleicht dann zeitgleich mit etwas Glück vielleicht Krieg gegen die Mamelucken führen. Wer weiß, wer weiß. Noch besteht eine recht große Grenze dazwischen, wo sie noch keinen direkten Kontakt haben. Wir haben auf jeden Fall das Glück, dass wir hier 50.000 Mann aus Polen gestellt bekommen. Böhmen bietet 14.000 und 20.000 aus Ungarn. Das sieht gut aus, sieht gut aus. Wenn jetzt hier vielleicht noch er noch stirbt oder sich hier endlich mal die Republik gründen würde, das wäre jetzt richtig fantastisch. Das wäre richtig, richtig fantastisch. 73, in 4 Jahren könnten wir wieder Krieg führen. Okay, aber das ist etwas, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, ciao.